Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kai Labs und heute mache ich mal etwas völlig anderes und zwar beschäftige ich mich mal wieder mit Affinity und zwar mit Affinity Designer 2 und dort eben mit der Mesh-Funktion oder der Warp-Funktion für Text. Ja, denn für Text hat es in meinem Livestream damals nicht gut funktioniert und mittlerweile weiß ich, dass ich vieles falsch gemacht habe. Deshalb schauen wir mal kurz rein, wie man es richtig macht. Und vor allen Dingen, das Tolle ist, du musst es nicht in Kurven umwandeln und du kannst den Text nachträglich noch ändern. Schauen wir uns das mal an. So, ich habe hier eine schöne orangene Fläche. Es muss nicht orange sein, logischerweise. So, und jetzt nehme ich hier einfach einen Text. Da könnt ihr natürlich jeden Text nehmen, aber hey, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das hier richtig. Ja. So, und dann sagen wir, alles gut. So. Jetzt haben wir hier unseren Text. Den müssen wir natürlich nicht in Schwarz haben. Den können wir also tatsächlich auch in Gelb haben. Von mir aus sogar mit. Na nee, wir machen keinen Outline. So, jetzt haben wir hier unseren Text und jetzt kann ich hier einfach auf Warp Group gehen. Und in diesem Fall würde ich eben sagen Perspektive. Und dann kann man eben tatsächlich hier, ihr seht, das sehr schön ändern. So, kein großes Problem. Und jetzt dann eben hergehen und da es eine Gruppe ist, kann man aber auch den Text nach wie vor ändern. Und zwar ja, nur seht ihr dann natürlich, dass der Warp-Bereich bleibt und alles, was da draußen steht, ist dann nicht im Warp-Bereich. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir können sogar hier den Text ändern. Ja, also den Font ändern. Was ziemlich cool ist. Und wie ihr seht, wenn man dann das verkleinert, dann passt auch alles wieder in unseren Warp mit rein. Und wir können auch ein bisschen damit spielen, mit diesem Warp-Bereich. Das wollte ich vielleicht auch noch zeigen. Das ist dann natürlich schon sehr cool. Wie ihr seht, insbesondere wenn man das so animiert, aber dann sieht man halt immer noch den Rahmen. Also nichts mit schönen Videos machen damit, aber es hat jedenfalls etwas damit zu arbeiten. So, das war's für heute schon wieder. So funktioniert das mit den Warpen von Text und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ihr behaltet alle Eigenschaften des Textes und das ist natürlich klasse. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Tschüss.